Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kaosti und spiele mit euch Summoner's War. Heute würde ich gerne mal drüber reden, weil ich nun häufiger die Frage höre, was sollte man mit den Ehrenpunkten kaufen? Was sollte man mit den Gildenpunkten kaufen? Würde ich gerne mal darüber reden, was ich finde, was sich lohnt und was nicht. Fangen wir erstmal mit den Ehrenpunkten an. Versucht so früh wie möglich Arena zu spielen. Heißt, packt irgendwie was Schwaches in die Def. Also hier bei Verteidigung einfach irgendwie was. Ist völlig wurscht. Einfach irgendein Ein-Sterne-Monster oder so. Ist völlig piepsegal. Ein Monster rein und fertig. Hat den Hintergrund, dass ihr leicht angegriffen werdet. Denn anfangs ist es wichtig, auch vom Rang her, also hier oben die 1109, wie ich jetzt bin, niedrig zu bleiben. Je höher ihr kommt, desto schwerer sind logischerweise die Kämpfe. Und desto länger dauern die Kämpfe. So, wenn ihr jetzt nur zwischendurch mal Pause habt auf der Arbeit oder so und da ein bisschen spielt und eure 10 Arena-Tickets schnell verballern wollt, dann ist es hilfreich, wenn ihr solche hier habt. Okay, solche nicht. Solche auch nicht. Solche auch nicht. Hallo, wo sind sie hin? Tja, so viel dazu. Der hier war, glaube ich, einer. Ja, sowas hier. Das sind einfach halt eben 3 ungeruhte 4-Sterne-Monster und halt eben ein 5-Sterne-Monster. Aber ich glaube, das hat auch nicht wirklich gute Ruhen. Normalerweise habe ich hier noch andere, aber hier die habe ich schon angegriffen. Deswegen, ja. Oder halt eben solche hier. Das ist auch der Grund, weswegen ihr niedrig bleiben sollt, damit ihr solche habt. Da geht ihr einfach auf Kämpfen, macht halt eben eure Standard-Trupp, macht auf Auto euren Kampf und fertig. Ihr könnt ratzfatz eure 10 Tickets loswerden und sammelt 30 Ruhmpunkte. So, was macht ihr jetzt damit? Ganz wichtig, jede Woche das Devilmon. Ihr habt pro Woche nur einmal die Chance, ein Devilmon zu bekommen. Das sind 52 Devilmons im Jahr. Das ist, wenn man berechnet, sag mal, keine Ahnung, wie viel braucht denn ein... Wen gucken wir denn mal? Ophelia, wo bist du hier? Bräuchte 5, 6, 7, 10 Stück. Ja, ich denke mal, mit 10 Stück ist man eigentlich ganz gut dabei. Wie viel bräuchte der? 5, 6, 7, 11. Ja, so 10, 11 Stück rechnen wir mal. Im Durchschnitt, hier brauchen wir wahrscheinlich ein wenig mehr, 6, 10, 13, ja, rechnen wir einfach mal 11. Lässt sich ganz entspannt rechnen. Macht ihr pro Jahr 4 Net 5 voll. So, 4 Stück. Wenn man bedenkt, dass man laut Statistik alle 200 Rollen ein Net 5 bekommen könnte, ist es nicht wirklich viel. Es gibt welche, die bekommen, gerade je schneller ihr eure Dungeon Runs dann irgendwann habt, desto mehr Rollen bekommt ihr dann auch. Und dementsprechend habt ihr dann häufiger auch die Chance auf Net 5s und so weiter und so weiter. Deswegen, das ist nicht wirklich viel. Zusätzlich habt ihr dann pro Monat zweimal die Chance auf Devilmons in TOA und TOA Hard, wenn ihr halt eben TOA Hard bis 70 kommt. So, sind es dann nochmal 24. Das sind dann 76 Devilmons, die ihr standardmäßig habt. Und dann halt eben ab und zu noch in Events und sowas mit dabei. Also, ja, keine Ahnung wie viel, vielleicht 85 oder mal 90 oder sowas. Sagen wir einfach mal 88, der Einfachheit halber. Das heißt, 805 könnt ihr im Jahr maxen. So, jetzt gibt es natürlich manche Nat 5, wie die Ponys zum Beispiel. Da braucht ihr noch mehr Devilmons. Es ist nicht einfach so, dass ihr die halt eben, dass ihr da kaum welche von braucht. Also es ist, gerade später habt ihr dann echt Probleme zu überlegen, wo ihr die denn überhaupt noch nutzt. Was ist am effektivsten? Ich zum Beispiel, ich bin im Moment auch dabei. Ich sammle sie nur. Im Moment halt eben erst 3. Morgen dann der 4.
Sammel sie nur, weil ich nicht wirklich weiß, wo ich sie nutzen könnte. Mein Panda bringt mich nur im PvP weiter, deswegen spare ich mir das. Theo könnte ich noch machen. Allerdings macht er dadurch halt eben jetzt nur mehr Schaden. In Anführungszeichen nur. Ophelia habe ich auch schon überlegt, bringt mich allerdings auch nur im PvP weiter und vor allem ist noch nicht mal geruht oder erweckt. Deswegen, ja. Ich werde, glaube ich, mal warten, was das nächste Net 5 ist, das ich irgendwann mal bekomme in ferner Zukunft. Und vielleicht haue ich sie da alle rein oder vielleicht bekomme ich Galleon und packe sie halt eben da drauf. Denn man sagt zwar, nur Net 5 sollten mit Devilmons gefüttert werden, aber Galleon ist in meinen Augen ein Nat 4, wo sich lohnt, mit Devilmons gefüttert zu werden. Weil das volle Potenzial von Galleon kommt erst raus, wenn die Skills gemaxt sind. Das heißt, es ist auf dem ersten Skill oder auf dem dritten Skill, der Deathbreak ist sonst nicht 100% und sonst nicht, wie ist das deutsche Wort? Reliable, also halt eben, man kann sich nicht drauf verlassen. Und das ist halt eben schon, man macht Galleon ja mit, um halt eben schneller durch die Dungeons und überall durchzurushen. Und da muss man sich drauf verlassen können, dass der Deathbreak auch sitzt. So. Was macht man, nachdem man das Devilmon halt eben gekauft hat? In meinen Augen, alles, was hier vorne ist, ist definitiv nicht wichtig. Wie gesagt, mit Rollen, ihr habt nur die Chance auf was Gutes. Hier unten, wenn man hier unten auf die Rate mal drauf guckt, für eine mystische Rolle habt ihr 0,5% Chance auf ein Nat 5 oder halt eben 8% auf ein Nat 4. So. Als Beispiel. Ich habe mittlerweile drei Windmeerjungfrauen. Ich habe zweimal den. Ich habe auch, ich muss meinen hier den noch mit rüberpacken. Klar kriege ich auch ab und zu halt eben mal was Gutes, wie halt eben hier die Kung Fu Girl oder Stella oder halt eben hier, wie heißt sie? Ach, Wasserpirat auf jeden Fall. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Aber ich habe jetzt auch mittlerweile zum Beispiel zweimal das Windboom, wo ich auch nicht unbedingt brauche, gerade halt eben Wind. Das ist jetzt so eigentlich das, was ich am wenigsten bräuchte. Ich hätte mich so gefreut über Wasser oder Feuer, aber na, man kann es halt eben nicht steuern. Jetzt mit den Segen hat man zumindest die Auswahl zwischen zwei, wenn man den Segen hat. Bei meinen Segen kam bisher, ich glaube beim letzten hatte ich die Chance zwischen Wasservampir und was war es noch? Wasservampir oder keine Ahnung, ich glaube, das war der Wasservampir oder der Feuerwürfel. Bringt einem beides nicht wirklich weiter. Deswegen, ganz wichtig, levelt eure Türme hier hinten. Als allererstes halt eben natürlich die Produktionsgeschwindigkeit der Energie. Je höher die ist, desto schneller ist eure Energie wieder voll, desto schneller könnt ihr wieder farmen und bessere, oder die Chance zumindest auf bessere Runen haben. Oder halt eben mehr Food leveln, wenn ihr jetzt halt eben nicht so viel Kristalle verschwenden wollt dafür. Ansonsten das zweitwichtigste, der Speed Tower. Speed ist, wie ich schon mal gesagt habe, das A und O. Das bringt euch so sehr weiter im Spiel, dass es halt eben unverantwortlich ist, den nicht zu machen. Allerdings würde ich den empfehlen, nicht gleich von 0 auf 100 oder 0 auf 10 halt eben zu maxen, sondern bis 8 oder halt eben 9 und dann erstmal die anderen. Weil später kostet der halt eben dann 2.000, 3.000 Ruhm oder Ehre ist es ja. Und dann habt ihr echt lange zu kämpfen, bis sich da mal was macht. Deswegen dann lieber halt eben vielleicht Attack. Nee, erstmal Crit Damage danach. Weil die meisten DDs, nicht jeder, die meisten DDs sind ja auf Crit Damage gebaut. Und so pusht ihr halt eben alle DDs gleichzeitig. Ne? Also erst halt eben Speed, dann Crit Damage und dann, je nachdem, was ihr halt eben wollt. Wenn ihr offensiv gehen wollt, Attack, ansonsten halt eben HP oder Death, je nachdem, was ihr halt eben. Oh, whoop. Wo ist der Death-Turm? Egal. Diese hier, die Element-Attack-Türme,
wirklich erst später mache. Das ist ein Ding, das ist klar praktisch. Allerdings macht erstmal die universellen, damit jedes eurer Monster auch davon profitiert. So, damit seid ihr erstmal 3 Jahre beschäftigt oder so. Gehen wir deswegen mal zu den Gilden. Wenn ihr noch nicht alle Ifrits habt, holt euch die Ifrits. Also ich kann jetzt auch wieder einen beschwören, das werde ich dann auch noch machen. Holt euch erstmal die Ifrits. So, wenn ihr da alle drei habt, könnt ihr euch entscheiden, entweder ihr farmt weiter Ifrits ein bisschen, damit ihr Skill-Ups halt eben for free mehr oder weniger habt oder halt eben 5-Sterne-Food. Ich persönlich bin so, wenn ich alle drei habe, dann, wenn ich alle drei habe, ignoriere ich die Ifrits und hole mir jede Woche das Rainbowmon. Hab dann dementsprechend alle 5 Wochen mindestens 5 Rainbowmons und mache alle 5 Wochen, also einmal im Monat ungefähr, ein 6-Sterne-Monster. Auch hier wieder die Runen, die Rollen ist in meinen Augen Verschwendung. Wenn ihr hier denn alles habt, holt euch hier hinten dann auch wieder die Türme. Macht, oder die Flaggen sind es in dem Sinne, macht für den ganzen Gilden-Content immer wirksam. Das heißt, für den GK, für den Belagerungskampf und fürs Lobby. Auch wieder hier Crit-Schaden, Attack, HP und Death. Das bringt euch bedeutend weiter, als wenn ihr die Rollen hier macht und hofft, ein gutes halt eben Nat 5 oder Nat 4 zu ziehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder halt eben hier das Super Angelmon. Aber ich finde, 1000 ist schon eine ordentliche Zahl. Wenn ihr gerade noch in einer Low-Farm-Gilde seid, wie ich jetzt zum Beispiel, dann macht ihr sowieso nur pro Woche vielleicht 450, damit ihr das einmal kaufen könnt. Heißt, ihr seid fast 3 Wochen damit beschäftigt, damit ihr einen Super Angelmon bekommt. Das ist ja Ansichtssache. Das ist, wie gesagt, meine Ansicht der Dinge. Ihr könnt natürlich, klar, wenn ihr wollt, oder halt eben sehr lucky seid, trotzdem immer halt eben Rollen euch holen. Wie gesagt, das ist euch überlassen. Ich will ja nicht, dass ich halt eben sage, so wie ich das sage, sollte man das machen. Ich gebe ja nur meine Erfahrungen halt eben weiter, meine Meinung. Und wem es nicht passt, muss es ja nicht machen, wa? So, das war es halt eben eigentlich. Ach so, ich wollte hier mal gucken, was ich noch für ein Dings bekomme. Also, mal schauen. Ich hoffe ja auf Tessarion. Der bringt mich, glaube ich. Okay. Somit kommt der ins Lager. Und hab dann schon mal einen Skill-Up für Tessarion, wenn ich ihn bekomme. Ja. Oder halt eben Akamir. Ich glaube, Tessarion finde ich persönlich halt eben stärker, weil ich den in TOA ganz gern nutzen wollen würde und der auch im PvP richtig klasse ist. Aber wie gesagt, ich mit meinen Wurstfingern. Ja, wie gesagt, finde ich halt eben. Akamir hatte ich auch auf meinem alten Account auch, beziehungsweise ich hatte ja alle drei. Sogar mit 3 Versuchen, da war ich echt lucky. Ich hatte ja gehofft, dass ich diesmal wieder erstes Theo bekomme und danach halt eben gleich die anderen zwei, aber wurscht. Ja, Akamir hatte ich halt eben auf meinem alten Account auch. Hab ne nie gebaut, glaube ich, weil ich einfach nie den Nutzen hatte. Ich habe im. In Riesen hatte ich noch nie genutzt, weil ich einfach andere Units hatte und irgendwann hatte ich mein Speed-Team mit, ich glaube, 40 Sekunden Runs oder so. Und habe noch nicht gebraucht. Deswegen, naja. Wie gesagt, das ist halt eben eine kleine Anmerkung von mir zu den Punkten, wie ihr die am effektivsten nutzen könnt, um am effektivsten euren Account zu verbessern. Wenn ihr es anders machen wollt, wie gesagt, eure Entscheidung. Ich gebe nur meine Meinung zum Besten. Ansonsten. Weiterhin viel Spaß, jetzt mit dem kommenden Event sowieso und schon mal viel Glück bei der, was gibt's?
Ach ja, bei der Leiden Darks Rolle.